Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von All in One. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen Stadt und wir werden heute natürlich ein bisschen weitermachen. Wir werden zum einen ein bisschen an der Stadt rumbasteln und zum anderen möchte ich gerne die öffentlichen Verkehrsmittel etwas überarbeiten, einfach nochmal so ein bisschen durchschauen. Wir machen das jetzt alle 20 Folgen ungefähr, dass wir da mal ein bisschen drüber schauen, weil die Stadt erweitert sich ja, es ändert sich natürlich viel und man kann vielleicht nochmal ein bisschen was optimieren. Und eben gerade bei den Buslinien habe ich schon gesehen, da sind wir bei vielen Buslinien unter die 100 Passagiere gerutscht. Das hat sich natürlich auch ein bisschen verändert durch weitere öffentliche Verkehrsmittel, die wir gebaut haben. Da können wir uns vielleicht sogar auch ein bisschen was sparen. Wir müssen ja eh gerade momentan ein bisschen Geld sparen. Das heißt, so die eine oder andere Buslinie vielleicht aufzuheben oder ein bisschen abzuändern, wäre vielleicht auch sinnvoll. Oder ein paar Busse wegzunehmen bei der einen oder anderen Linie. Das bringt uns natürlich auch wieder ein bisschen Geld, ein bisschen mehr Einnahmen. Und das wäre auf jeden Fall momentan nicht ganz so schlecht. Und wir verdienen zwar ganz gut Geld, aber ich möchte ja auch gerne einen Flughafen ein bisschen weiterbauen. Schiebt es jetzt allerdings ein bisschen auf, bis wir ein bisschen Puffer haben. Und da möchte ich ja auch schon langsam Richtung das erste Monument gehen. Und das kostet uns natürlich auch schon mal eine Million. Es wird uns natürlich auch finanziell ein bisschen voranbringen, weil eben der Bodenrichtwert ja dadurch komplett auf der ganzen Karte auf 100%, also wirklich auf den Top-Werten ist. Und dadurch verdienen wir natürlich auch pro Quadratmeter viel, viel mehr. Ja, ich glaube Quadratmeter ist das, ich weiß es nicht. Gut, wir werden auf jeden Fall loslegen, liebe Leute, und werden erstmal schauen, was oder wo wir beginnen werden. Also, ich möchte gerne, glaube ich, weil die öffentlichen Verkehrsmittel, die laufen eigentlich ganz okay, aber wie gesagt, Buslinien sind halt hier nach wie vor ein bisschen problematisch, wie man hier sieht. Ich möchte mal kurz schauen, was wir hier so für Buslinien haben. Also guck mal, wir haben ja sogar die anfänglichen Buslinien hier noch. Da funktioniert nicht mehr so viel. Wir haben hier Busse schon runtergeschraubt, weil einfach keiner unterwegs ist. Die Frage, die sich mir stellt, lohnt sich das überhaupt noch, diese Buslinie? Und ich würde sagen, ja, wir haben trotzdem noch 80 Leute hier, die sonst mit den Fahrzeugen wieder hier hin und her fahren. Das wird sich, glaube ich, weiterhin lohnen. Ich kann sie nicht anders bauen. Ich hätte sonst überlegt, ob ich es ein bisschen anders bauen möchte, aber ja, ich weiß es nicht. Man könnte vielleicht hier vorne, könnte man da nochmal eine Buslinie hinzufügen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wäre es sehr, sehr lieb von euch, wenn ihr auf jeden Fall eine Bewertung da lassen würdet für dieses Video. Und natürlich gerne auch ein Abo für diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet hier rund um City Skylines und meine Projekte und meine Videos. Könnt ihr rechts oben im Eck einmal drauf drücken. Oder eben auch unterm Video habt ihr den Abo-Button. So, hier mal eine Haltestelle noch hinzuzufügen. Lohnt sich vielleicht doch schon so ein bisschen. Ja, schauen wir mal, ob das vielleicht irgendwie ein bisschen was verändern könnte. So, wir werden mal das durchgehen, wo wir halt... Okay, wir können eigentlich alles mal durchgehen. Von den Liniennamen. Okay, müssen wir uns ein bisschen merken. Wir haben manche nämlich schon gelöscht, wie man sieht. Wir gehen hier mal durch und werden hier merken, dass das, was wir hier so veranstaltet haben, auch nicht mehr so aktuell ist. Wir gehen mal wieder auf die 100% runter und nehmen denen diese Busse mal wieder weg, weil das bringt uns ja nicht viel weiter. Wenn man so die Bushaltestellen betrachtet, können wir sogar noch einen Ticken weiter runtergehen und können hier vielleicht nur 5 Busse fahren lassen. Das wird uns natürlich hier auch wieder etwas zurückwerfen. Das ist die Linie hier. Die geht hier durch. Das ist die hier, oder? Das ist die hier. Echt jetzt? Die Linie läuft so schlecht. Wow. Gut, geht halt nur in eine Richtung, ne? Geht halt hier... Achso, nee. Ah ne, okay, das ist nur die hier hin und her. Das ist die für die Fußgängerzone. Ja, okay, okay, okay. Gut, da können wir auf jeden Fall ein bisschen runterschrauben. Das ist nicht so wild. Dann gehen wir auf die 5. Ich muss mir das ein bisschen merken. Die 5. Wir haben ja hier große Busse. Wir hätten auch teilweise die Busse ändern können. Das wäre auch eine Idee gewesen. Also zum Beispiel hier bei dieser Buslinie sagen... Die 80er, die brauchen wir ja auf jeden Fall nicht. Wir ändern das zu den 30ern. Das könnten wir halt auch machen. Und könnten hier vielleicht noch einen Bus wegnehmen. So. Sich das lohnt. Das können wir bei den ersten auch mal schauen. Bei ihr hier
Haben wir auch die 80er, die würde ich lassen, oder? Ja, hier haben wir gerade mal runtergeschraubt. Hier lassen wir mal die 80er bei der allerersten hier. Da haben wir nicht die 80er, haben wir die 30er, oder? Echt jetzt? Wir haben Gelenkbusse bei dieser Route? Das ist ja wild. Ja gut, das waren halt die Anfangszeiten. Das können wir wegmachen. So, gut. Das heißt, wir sind jetzt bei Nummer 6 angekommen. Schauen da mal drüber. Haben wir auch die 80er-Busse. Könnten wir eigentlich auch ändern. Locker flockig sogar, wenn ich mir das so betrachte, können wir hier... können auf die 50er runtergehen, würde ich sagen. Machen wir auch. So. Ja, das habe ich schon vergessen, wo wir sind. Genau, wir sind bei der 7. Das ist die andere Route. Die hat die 70er Busse hier. Könnten wir auch von den Bussen runtergehen. Wir können hier von den 70ern auf jeden Fall auf die 50er runtergehen. So, haben wir auch. Dann gehen wir auf die 9 ein. Also die Bushaltestellen sind halt hier. Man merkt einfach, dass wir hier weiterhin ausgebaut haben und andere bessere Mittel gebaut haben, um hier eben von A nach B zu gelangen. Wir gehen mal hier auf die 30er runter. Und... waren dann hier mal auf die 8. So, das war die 9. Weil Busse sind halt das Wichtigste, mal immer wieder zu überarbeiten, weil die natürlich auch auf den Straßen unterwegs sind und dementsprechend halt auch für den einen oder anderen Stau, fürs ein oder andere Stockern so ein bisschen zuständig sind. Oder verantwortlich, ist glaube ich das bessere Wort. So, hier können wir auf jeden Fall erstmal wieder auf die 100 runtergehen. Und können hier die Busse auch abändern und können die zu... Was sind das, 80er? Ja, können wir auf jeden Fall auf die 50er runtergehen. So, das war die 10. Das muss man halt immer wieder machen, also... Das geht halt nicht anders, wie auch, ne? Wie soll es halt auch anders gehen? Wir bauen halt fleißig an der Stadt immer weiter und weiter. Das ist es halt, ne? Hier können wir vielleicht einfach mal wieder auf die 100% gehen. Würde ich jetzt mal behaupten. Obwohl wir hier teilweise Busse haben, die schon sehr, sehr voll sind. Manche ein bisschen leerer. Das ist eine ganz gute Linie eigentlich gewesen. Und wir gehen mal auf die 12. Wir machen mal die 12 hier. Wir bleiben mal bei 120%. Dass wir das nochmal angepasst haben, ist die 13er, die Unglückslinie. Gehen wir auf die 15er. Schauen uns das mal an. Hier haben wir die 50er Busse. Das ist eigentlich okay, würde ich sagen. Das ist, ja doch, das können wir so lassen. Die 15er ist da in dem Fall. 16er. Oh, haben wir hier viele Haltestellen. Hier haben wir die 70er Busse. Brauchen wir halt auch. Nee, also brauchen wir auch nicht. Da können wir auch die 30er nehmen. Bleiben aber... bei den 10, würde ich sagen. Wo war ich jetzt? Hier, oder? 16 muss ich jetzt. 16? Ne, 16 sieht gerade geändert aus. 10, ja, 16 war das nicht. 15, okay. Dann gehen wir mal auf die 17. Oder das, was halt nach 16 kommt. Ich weiß ja nicht, ob wir wieder was gelöscht haben. Oh, das ist aber auch eine ganz starke Linie. Oh, ja. Da ist ja richtig was los. Da würde ich sagen, gehen wir direkt mal auf 8 Busse runter bei der 17. 18. Genauso eine starke Linie. Schauen wir mal, manche machen wahrscheinlich auch Sinn, wenn wir es einfach wegnehmen, weil sie eben ersetzt wurden. Probieren es erstmal so ein bisschen anzupassen. So ein paar Busse auf den Straßen sieht ja auch ganz schick aus. Hier können wir auf jeden Fall die 80er wegnehmen. Können auch die 30er hier reinnehmen. Gehen auf die 6 Busse runter. 9, 10 haben wir da. Auf die 20. Es wird richtig viele Leute kosten, die mit den Bussen fahren, weil die eben zu lange warten müssten jetzt, weil wir das runtergeschraubt haben. Da bin ich mir schon sicher. Okay, das können wir so lassen eigentlich, wie es ist.
Lass mal die 2020 sein. Die 21. Können wir mal zwei Busse noch dazugeben. So. Gut, das heißt, die Buslinien haben wir mal. Ah, nicht so ganz. Oberleitungsbus ist natürlich auch noch interessant. Das ist die Linie, die halt rüber geht. Die ist nach wie vor immer noch sehr gut besucht. Ist ja auch klar, ist ja die Tourismusecke, nenne ich jetzt mal, da hinten. Den kann man auf jeden Fall einfach so belassen. So, und das sind eben so diese kleineren Touren, die wir hier haben. Wo es eigentlich auch ganz okay ist. Ich meine, 5 Busse sind vollkommen in Ordnung. Das können wir so lassen. Hier ist halt die Rücklinie auf der anderen Seite, die in die andere Richtung geht. Ja, mein Oberleitungsbusse. Ja, da ist nicht viel los. Aber der Bereich ist ja auch noch nicht so fertig ausgebaut. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ja. Oberleitungsbusse würde ich mal so lassen. So, Straßenbahnen funktionieren größtenteils bis halt auf die eine hier. Die ist halt immer noch sehr, sehr leer, wie man hier sieht. Aber gerade weil Straßenbahn ist in der Fußgängerzone, stört uns das nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Genauso halt wie auch die U-Bahn hier vollkommen in Ordnung ist. Man könnte mal durchschauen, ob man vielleicht eine U-Bahn mehr benötigen würden hier irgendwo. Wenn jetzt die Haltestellen richtig voll wären, würde man das vielleicht mal in Angriff nehmen. Hier zum Beispiel. Das ist halt Wahnsinn. Aber auch das hier reicht vollkommen aus, ne? Keine Frage. Sogar die 1 gewesen, ne? Das ist hier, wenn mich ja genau, das ist der Flughafen an sich. Ja, reicht auch. Nimmt sich hier alles mit. Wird langsam ein bisschen mehr, aber das funktioniert schon. Also die U-Bahn wird jetzt auch sehr, sehr gut angenommen. Hier auch jetzt nicht irgendwo was, wo ich sagen würde, okay, da bräuchten wir jetzt nochmal einen weiteren Waggon. Naja, gut. Könnte man vielleicht sogar einen wegnehmen, aber nee, lass mal. Hier würde ich sagen, das ist halt hier hart, ne? Also die ist ja extrem. Da könnte man vielleicht mal ein wenig auf die, auf die 450 hier, würde ich sagen. So, dann reicht das. Perfekt. So. Wir waren bei 7100. Wir waren aber auch schon mal bei 7700. Für die Leute, die das nicht so mitbekommen haben. So, 7100 Passagiere hatten wir jetzt vor den Änderungen. Ich glaube, wir werden ordentlich runtergehen. Bei Bussen waren wir bei 1600. Da werden wir auf jeden Fall runtergehen, ja. Wie sieht's denn hier aus? Zug ist, ja, Zug ist Zug, ne? Also, das können wir eigentlich so lassen. Wir haben ja keinen Zugstau. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Ja, wir haben bis jetzt eh nur eine Zuglinie. Hier die Sachen, das ist halt auch, also die zum Beispiel, das ist natürlich eine Fähre. Die ist traurig. Sehr traurig sogar. Da würde ich jetzt aber auch nichts machen, weil es stört uns momentan halt nicht. Das ist halt das, ne? Das stört uns nicht. Ja, gut. Das heißt, das funktioniert. Taxi. Immer auch schon bei. Oh, guckt euch den mal an. Wir gehen Richtung zweistellig. Voll cool. Auf jeden Fall haben wir mal die Busse. Das war mir das Wichtige, die Busse zu überarbeiten, damit wir die von den Straßen runterbekommen. Also unnötiger auf jeden Fall. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir haben hier drüben, haben wir hier Buslinien gebaut? Ja, gell? Nein, haben wir nicht. Wir haben hier drüben tatsächlich keine Buslinien. Wir haben nur U-Bahn gebaut. Hier drüben haben wir Buslinie in den kleineren Bereichen gebaut. Ja, eine einzige. Ist aber auch nicht so prickelnd, ne? Aber die geht beide wieder eh nur in eine Richtung, sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, was ich mir, ne? War das so gedacht? Wollte ich die nur in eine Richtung? Ja, doch, weil es keinen Sinn ergeben hat, das irgendwie über die gleiche Straße hin und her laufen zu lassen, ne? Das wär's. Wir müssten das hier zwischendurch laufen lassen. Das wäre besser gewesen. Ja, gut. Hier haben wir viel Verkehr. Also hier sollte man vielleicht ein bisschen ausbauen. Da reicht die U-Bahn nicht. Die U-Bahn geht hier hoch. Ah, krass. Warte mal. Was falsch? Interessant, dass wir hier ja gar nicht die Strecke, also die U-Bahn gemacht haben. Können wir eigentlich auch mal so eine kleine Tour machen.
immer hier hin und her fährt. Und die wird dann erweitert irgendwann. Da kommen die nämlich auch hier ganz gut weg. Als würde ich euch gerne die Möglichkeit geben, über diese Bereiche hier vielleicht... Oh, wie machen wir das denn? Wie könnte man die eine Buslinie hier durchlaufen lassen, dass wir hier das anbinden. Also, wir können hier... Das bringt halt nicht so viel, ne? Das bringt halt absolut nicht so viel. Wenn wir das hier durchlaufen lassen, das ist ja hier Gewerbe an der Stelle. Machen wir das so und so. Dann lassen wir das hier zurücklaufen. Lass mal über die Hauptstraße hier eine Buslinie laufen kurz. Zum einen. Kriegen wir auch wieder Buslinien rein. Das ist auch gar nicht so schlecht. Da würde ich jetzt natürlich gerne mal schauen. Also ich würde hier nicht die 30er nehmen. Oh, jetzt geben wir das wieder. Liniennamen. Das ist die neueste. Die machen wir mal. Hallo? Hier funktioniert auch gar nichts mehr, wo ich drauf drücke. Und da das ja hier in der Stadt ist, wir fangen da mal mit den 70ern an. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Haben wir hier nämlich eine Tour, die hin und her läuft. Ich würde für dieses Gebiet gerne noch eine zweite haben wollen. Hier haben wir dann die Straßenbahn hier oben. Das ist halt die Frage, wie wir hier nochmal hier eine Linie durchlaufen lassen. Lohnt sich das? Ich weiß es nicht, ob sich das lohnt. Könnte hier drehen lassen. Dann hätte man nämlich zwei Linien, die hier erstmal laufen. Die hätte jetzt gar keinen Anschluss zu irgendwas anderem. Machen wir das so. Hier machen wir mal den 50er rein. Boah. Also dieser Ansicht ist das ziemlich anstrengend, weil das ja auch arbeitet. Da ist es ziemlich ruckelig, kann man so sagen. Nennen wir es mal so, ja. Bisschen ruckelig. Weil die Sache ist halt, weil die ganzen Gebäude, die werden ja auch mal aktualisiert, wo es viel Verkehrs- oder sag mal, wo sind viele Leute, ne? Wo haben wir Probleme und so. Ach, schwierig in den Karten zu arbeiten bei der Größe der Stadt. So, dann heißt, wir haben zwei Buslinien, die hier durchgehen. Mal schauen, wie das Ganze so angenommen wird. Können wir uns ja anschauen dann am Ende des Tages. Aber zwei Linien hier mal durch. Da haben wir die U-Bahn, die Straßenbahn. Die läuft halt noch nicht. Die haben jetzt momentan noch... Sie könnte tatsächlich schon beginnen. Das wäre gar nicht so das Problem. Man müsste halt nur Wendeschleifen mit einbauen. Wird sich das lohnen hier durch? Ich hätte gerne hier nochmal einen sinnvollen Anschluss. Aber das werden wir nicht hinkriegen, ne? Wir haben hier die Straßenbahn. Ne, haben wir nicht. Die haben wir geändert. Die Monorail, genau. Okay. Ja, die Monorail, die ist ja auch noch nicht so interessant. Die ist ja auch noch nicht so interessant. Ich schau gerade mal. Wir könnten hier mit der Straßenbahn arbeiten. Das kostet uns halt jetzt auch wieder ein bisschen Geld, aber wir brauchen natürlich hier auch direkt den Anschluss für so ein Depot.
Und dann müssen wir mal schauen. Die Straßenbahn geht hier in die Richtung weiter. Ist aber relativ egal momentan noch. Man könnte es halt hier hin und her laufen lassen. Hier vor lohnt es sich auch noch nicht, oder? Hm. Das ist die Frage, ne? Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Ich weiß noch nicht, was ich hier machen möchte, aber ich glaube, dass ich das hier eh enden lassen möchte, weil wo wollen wir denn hier mit der Straßenbahn noch hin? Hier vor lohnt sich halt auch nicht, da haben wir ja die Gleise. Das macht wenig Sinn. In dem Fall würde ich das Ganze eh ein bisschen ändern hier und würde sagen, dass wir hier an dieser Stelle das mal soweit ändern. Dann gehen wir hier in die Straßenbahn rein und sehen, dass wir hier eine Straße haben, die dazu passt. Ist die heller? Nee, perfekt. In dem Fall gehen wir hier so durch. Das ist halt die Frage. Und wie lassen wir das denn hier jetzt wenden? Also im Endeffekt würde ich ganz gerne eine normale Straße mit Straßenbahn haben. Gibt's nicht mit Begrünung, ne? Nee, kleine gibt's nicht mit Bäumen. So. Muss man hier natürlich nur ein bisschen schauen. Jetzt wird das hier auf jeden Fall soweit behalten. Das heißt, wir hätten hier die Wendemöglichkeit, aber lange halt nicht wirklich was mit Haltestellen. Weil die Haltestellen außen sind. Das gleiche würde ich jetzt hier drüben vielleicht nochmal veranstalten wollen, dass wir hier einfach auch nochmal eine Wendeschleife machen. So, dann würde ich hier an dieser Stelle. Das ist ja. Ja, das ist nur mit Bäumen. Aber das auf die Weise. Und wandern dann auch hier durch. Genau, dann hätten wir hier auch eine Wendeschleife. So, das heißt, hier könnte man eine Straßenbahn tatsächlich durchlaufen lassen. Ich glaube, sonst dauert das noch zu lang, bis sie dann in Betrieb gesetzt wird. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre vielleicht nicht so vorteilhaft. Hier haben wir einen Weg. Immer ein bisschen gucken, wo die Wege halt auch sind. So, und jetzt würde ich hier gerne der Seite schauen. Dann würde ich eine Haltestelle hier hin machen und tatsächlich auch auf die andere Seite. Jetzt müssen wir da zwei Stück haben und dann gehen wir hier wieder zurück. Das lohnt sich halt nicht. Nicht wirklich, ne? Egal, wir machen trotzdem mal hier ein Stückchen weiter einen hin und die lassen wir jetzt so zurücklaufen. So. Hier ist länger nichts. Macht das hier auch für die andere Seite Sinn? Eigentlich nicht. Das so und so. Und hier haben wir halt keinen Weg, aber das ist relativ egal. Irgendwann kommt vielleicht noch einer hin. Das machen wir dann hier doch so. Genau, dann machen wir das hier. Das ist hier halt alles ein bisschen zu nah, finde ich schon. Also, dann nehmen wir hier auf jeden Fall auch die. Was soll man denn hier nehmen? Nehmen wir mal die 132er. Lassen die mal auf hellblau laufen. Und schauen mal, ob das angenommen werden würde. Ich weiß es nämlich nicht. Aber dann läuft das schon mal. Wie gesagt, wir können ja immer noch weiter ausbauen. Wir erweitern die Stadt durchgehend. Dadurch ändern sich natürlich auch viele Sachen. Da müssen wir halt immer gucken, wie wir das machen. So, hier haben wir Parkanlagen schon gebaut. Ich habe irgendwo vorher gesehen, dass wir noch Platz haben für Parkanlagen hier. Haben wir bis jetzt ja, haben wir noch nicht viel gebaut. Touristenpark. Das würde tatsächlich hier drüben vielleicht auch hinpassen. Bisschen den Tourismus auch hier rüber zu bekommen. Ich glaube aber nicht, dass wir hier so viel noch. Obwohl, wenn ich mir das so angucke. Café am Bürgersteig ist halt auch cool. Nehmen wir hier hin. Und hier drinnen auf jeden Fall auch wieder so ein paar Gebäude drinnen stehen haben. Deswegen haben wir ja das freigelassen. Machen wir das mal kurz weg. Verbinden das hier rüber.
So, und dann würde ich gerne hier vielleicht nochmal mit Parkplätzen. Das ist zu groß, das dachte ich mir. Aber hier können wir nochmal Parkplätze ein bisschen arbeiten. Sehr schön. Guck mal. Dann graden die ab. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie sieht es denn hier mit der Polizei aus? Die haben so Probleme. Die haben nur drüben eine kleine Wache. Ich würde denen hier auf der Seite auch nochmal eine geben. Damit das auf jeden Fall nicht zum Problem führt. Vor allem, weil ja hier auch der Flughafen ist. Da kommt irgendwo auch noch eine große Polizeiwache hin. Keine Frage. Wir haben auf jeden Fall wieder, ich glaube, ein oder zwei Spiele gewonnen, würde ich sagen. Ja. Weil wir haben wieder 600.000. Das könnte man natürlich jetzt auch ein bisschen investieren. Lohnt sich das? Lohnt sich jetzt momentan nicht. Lassen wir lieber das Geld so. Obwohl es eigentlich schon nicht schlecht wäre, es arbeiten zu lassen. Aber naja. Wie sieht es denn hier mittlerweile aus? Hier sind wir auf Stufe 2 und wandern auf Stufe 3. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da auf jeden Fall Stufe 3 erreicht haben für die großen Gebäude. Aber wie man hier sieht, sind wir ja auch noch nicht fertig an den Stellen. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben halt mit den Parks gearbeitet. Da können wir hier nämlich auch mal die Bereiche etwas weiter ausbauen lassen. Machen wir hier ein bisschen Abstand zwischendrin. Dann kriegen wir die auch mal voll. Da habe ich ja nochmal ein bisschen pausiert, weil ich eben ein bisschen die Sorge hatte, wenn ich jetzt zu viel ausbaue, dass wir da Probleme kriegen könnten. Das ist halt immer das. Weil zu viele Wohnungen auf einmal sind meist auch nicht so gut. Das heißt, so kontrollieren wir ein bisschen die Sterbewellen. Weil da haben wir ja die Parks drin. Ich glaube, viel mehr wollte ich nicht. Wir haben ja hier oben oder hier vorne diesen Bereich, der so ein bisschen raussticht. Das brauchen wir hier hinten ja nicht haben. Deswegen können wir das auf jeden Fall etwas befüllen. An den Stellen. Ich glaube nämlich der Park, also hier dieses Gebiet ist ja drumherum, genau. Dass wir halt hier, weil wir haben halt Wohnnachfrage, die ist schon nicht ganz so ohne. Da können wir uns natürlich auch wieder ein bisschen drum kümmern. Hier haben wir beide wir auch noch keine Verkehrsmittel, keine öffentlichen. Das wird auch nochmal sehr, sehr spannend. Da müssen wir halt auch dann irgendwo nochmal ein bisschen nachschauen. Sonst würde ich neben dem Krankenhaus auf jeden Fall gerne eine größere Straße durchlaufen lassen. Und den Rest würde ich damit kleineren machen. Dass wir einfach hier auch wieder so ein Gebiet dran bekommen. Ist ja auch nicht so schlecht. Mach mal die ziehen wir mal durch. Und die ziehen wir mal durch. Das war nicht so richtig. Meine Güte. Warum snappt der denn immer zu dieser Note? Ich möchte ihn nicht. Dankeschön. Können wir es so durchlaufen lassen, dass wir die Gebiete ein bisschen voller bekommen. Das passt mir so eigentlich ganz gut in den Kram. Machen wir das über so einen Knick. Ja, wie gesagt, das ist halt die Gebäude. Da müssen wir gucken, dass wir da mit den Geraden arbeiten. Bisschen besser. Das können wir wegmachen. Das. Das würde ich ändern. Hier würde ich eine Ampel hinmachen. Gut. Dann, achso, das Gebiet ist ja auch schon soweit ausgemalt. Das wird es halt Stück für Stück ein bisschen größer. Dann machen wir hier mal einen großen Bereich mit rein. Und bemalen einfach das mal komplett. Auf die Weise. Und das lassen wir so hier unten. Lassen wir dann auf jeden Fall noch frei. Ich glaube, das ist sinnvoll. Und dann würde ich jetzt hier an den Stellen natürlich gerne ein bisschen mit Parkplätzen arbeiten. Können wir mal schauen, wie wir das vielleicht machen. Warte mal, ich habe eine Idee. Nehmen wir die Straße hier mal rein.
Machen das mal auf die Weise. Und dann lassen wir hier. Machen wir hier die Verbindung eben so mit einem Weg rüber. Und von hier aus lassen wir dann den Parkplatz laufen und sagen, dass hier Parkmöglichkeiten sind. Und hier auf der Seite auch. So. So in die Richtung. Ja, ich glaube, das ist okay. Da können wir hier natürlich auch nochmal den Weg durchziehen auf der Seite. So kriegen wir dann diesen Bereich auch ein bisschen gefüllt, ein bisschen aufgehübscht. Haben wir hier noch was anderes, was vielleicht hinpassen würde? Platz mit Bäumen nicht, aber er hier. Er ist zu groß, ne? Ah, sehr ärgerlich. Platz mit Bäumen würde aber reinpassen. Machen wir das so. Bisschen Erholung hier drumherum zu haben, ist ja auch nicht schlecht. So, dann kann das aufbauen. Hier haben wir ja eben im Krankenhaus den Bereich ein bisschen aufgehübscht. Jetzt schaue ich hier nochmal, wie das hier mit der Feuerwehr aussieht. Ganz gut. Polizei tatsächlich auch. Da haben wir uns drum gekümmert. Jetzt haben wir hier, ah doch, haben wir auch uns drum gekümmert. Perfekt. War ich jetzt mir nicht so sicher. Dann haben wir das soweit. Dann kann das nebenher nämlich auch mal aufbauen. Wir können zwischendurch mal wieder bei den öffentlichen Verkehrsmitteln reinschauen. Oh, wir sind hier wieder bei 1600. Da haben wir doch gar keine Passagiere. Achso, doch, wir haben die neuen. Wir haben ja die zwei neuen Buslinien auch gemacht. Und eine Straßenbahn. Jetzt sind wir hier bei 7700. Tourismus steigt auch ein bisschen. Da waren wir bei 2,5, glaube ich. Das kommt, würde ich sagen, durch den Flughafen. Was haben wir denn? 539.000. Ich würde es gerne bei dem Flughafen hier nochmal ein bisschen was machen, was mir eingefallen ist. Ich würde gerne, wenn dann, glaube ich, das hier so machen wollen. Die Frage, warum machen wir das? Die U-Bahn? Ah, hier haben wir keine U-Bahn, ne? Das ist halt so die Sache. Da haben wir halt keine U-Bahn. Dafür haben wir die Busse da vorne. Dann machen wir das lieber so. Na gut, dann ist egal, wie rum, ne? Weil ich würde gerne das hier so enden lassen, weil wir hier Ewigkeiten keine Wartehalle haben. Also keinen so Knotenpunkt. Nur hier vorne. Und eben hier nebeneinander ist zu haben, ist doof. Das heißt, auf der Seite finde ich das irgendwie besser aufgehoben. Das war jetzt natürlich teuer. Ich würde auch gleichermaßen dann irgendwo den Tower gerne hier vorsetzen. Das wäre so meine Idee. Ich weiß noch nicht, wie ich das enden lassen möchte. Das wollte ich mal machen, wenn wir Geld haben. Dass wir das eben umsetzen, weil das muss halt snappen, ne? Ja. Gut. Weil der Flughafen... Da will ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter bauen. Das ist natürlich jetzt wild, dass die alle hier über diese Bereiche hier durchfahren. Das ist natürlich nicht das, was ich unbedingt erreichen wollte. Es war fast klar, dass das passieren wird. Wir haben immer noch sehr, sehr viel Verkehr. Okay, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Der Tourismus ist ja böse. Die wollen alle hier hin. Die wollen alle hier rein. Das Freizeitangebot wird auf jeden Fall angenommen. Da brauchen wir auf jeden Fall öffentliche Verkehrsmittel. Die wollen auch, die wollen von der Seite auch alle dorthin. Okay, wir machen das mal anders. Also, machen das mal so wie folgt. Wir werden hier... Dann kommen die zwar über die andere Richtung, aber das ist halt so dann, ne? Ich würde gerne hier Privatfahrzeuge komplett verbieten. Lassen wir LKWs hier durch? Ja, würde ich schon sagen. Hier machen wir das genau das gleiche. Privatfahrzeuge weg. So. Und hier auch. So, dann machen wir hier die Privatfahrzeuge weg. Das ist ja ein rein optischer Platz, würde ich sagen. Das lohnt sich also nicht, da irgendwo Privatfahrzeuge zuzulassen. Das ist ja, wie gesagt, hier mit dieser Zentrale und allem. Hier vorne ist okay, aber hier hinten braucht man das nicht. Man hat jetzt hier auch noch die Möglichkeit für Richtlinien an dieser Stelle. Die Autovermietung könnte man mit reinmachen. Gut, das ist halt, bringt den Verkehr halt hier wieder mit, ne? Aber sie steigert die Einnahmen. Komm, wir gehen mal auf Verkehr. Es ist am Flughafen, ist eh nicht viel los. Wir steigern mal die Einnahmen um 2 pro Tourist. Das ist viel, wenn du überlegst, dass wir jetzt schon 50.000 Leute da hatten. Und jeder, der irgendwie da nochmal einen Zweier mitbringt, ist super. Gut, das sind Sachen, die kosten halt alle, ne?
Ja, das kostet, aber dadurch könnte man halt zum Beispiel die Ticketpreise erhöhen. Die haben aber eh den Wert, ist sehr, sehr hoch. Wir könnten also die Ticketpreise um einiges erhöhen. Wir haben hier einen Wert von 1400. Die 440, die könnten wir eben in den Preis investieren. Das machen wir trotzdem momentan nicht. Das machen wir nicht. Ja. So, das heißt, die Einnahmen werden dadurch gesteigert. Dadurch haben wir natürlich hier ein bisschen mehr Verkehr. Das ist gar kein Problem. So ist es halt, ne? Kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn die Leute hier jetzt wieder einheitlich reinkommen, passt das. Wir müssen hier eh mal an der Seite nochmal ein bisschen ausbauen. Und wir sind, glaube ich, Stufe 5 momentan. Hier, ja. Genau, Agrar ist Stufe 5 geworden. Okay. Das ist nicht schlecht. Mach mal hier Agrar mal. Mach hier nochmal ein bisschen weiter. Das ist halt, die haben halt alle irgendwo. Die Käufer für Produkte fehlen euch, ne? Die Käufer für Produkte fehlen euch. Ich verstehe das schon. Was haben wir denn hier in dieser Gegend? Wir haben hier nichts, was für den Export zuständig ist, ne? In dem Fall wäre halt hier irgendwie eine Exportmöglichkeit ganz gut. Wir haben ja noch, das darf man nicht vergessen. Wir haben noch den Flughafen, den wir bauen müssen für den In- und Export. Also wir haben noch den Güterflughafen, wo wir überlegen könnten, aus gegebenem Anlass, wir bauen ja hier die Industrien weiter, ne? Und was wir noch machen, ist ja hier hinten auch die Ölindustrie auf die Beine zu stellen. Ich würde sagen, hier ungefähr, in dieser Gegend. Was wäre denn, wenn wir irgendwo. Ah, es ist halt trotzdem weit auseinander, ne? Gut, für Öl bringt es nichts, aber die haben ja noch Gleise. Aber hier hinten wird sich das vielleicht lohnen, dass wir hier irgendwo vielleicht den Güterflughafen machen. Dann sind die nicht so nebeneinander beide, sondern ein bisschen weiter auseinander. Finde ich sinnvoller, weil dort, wo wir momentan den Flughafen gebaut haben, da lohnt sich das nicht. Weil hier sind wir ja wirklich nicht in dem Bereich, wo wir sagen würden, da wird so ein Güterflughafen Sinn ergeben. Das heißt, man könnte den mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass wir den hier hinbauen. Ja. Aber da machen wir natürlich einiges voran. Da bauen wir erstmal den Flughafen, wo wir jetzt gebaut haben, fertig. Und bauen halt natürlich auch erstmal das Monument. Das würde ich gerne vorziehen. Ja, wir müssen nur gucken, dass wir hier natürlich einen gewissen Freeway dann auch haben. Obwohl wir sagen müssen, dass diese Schnellstraße hier auch taugen könnte. Ja, nee, nicht unbedingt. Was haben wir hier? Hier haben wir den Freeway. Und hier haben wir den Freeway. Das würde passen. Ist halt nach wie vor immer sehr viel los. Ja. Okay. Das könnte man machen, auf jeden Fall. Was haben wir denn? Okay, wir halten uns wieder bei den 65 bis 67. Sind es fast bei 8000 Leute, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Die neuen Buslinien, die zwei, die sind, naja, die sind jetzt nicht so angenommen worden. Straßenbahn ist okay. Könnte schlechter sein. Schauen wir mal, wie das eben alles hier dann weiter verlaufen wird. So, dieser Bereich, der baut ja auf. Das ist ganz gut. Wir haben ja hier auch. Ich glaube, den Bereich, da baue ich auch noch mal ein bisschen was für den Bodenrichtwert hin. Hier bauen wir noch mal Häuser hin. Dann machen wir hier Gewerbe vielleicht. Gewerbe brauchen wir ja auch wieder, ne? Keine Frage. So ein Gewerbegebiet hier reinzubauen, wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Haben wir den Snap? Ne, haben wir nicht. Mach das mal bewusst so. Dann machen wir hier nämlich mal Gewerbe mit rein. Wie gesagt, wir haben jetzt Häuser, bauen wir wieder aus. Gewerbe wird der nächste Schritt sein, den wir wieder brauchen. Und dann zwischendrin können wir halt gucken, dass wir da vielleicht wirklich hingehen und nochmal irgendwelche Parks hinbauen. Das wäre vielleicht auch ganz hübsch. So wie hier zum Beispiel. Ja. Was haben wir denn von den Stufen her? Guck mal, das ist Stufe 1 und das sind Stufe 3 Gebäude. Man sieht den Unterschied. Woran? Bin mir nicht sicher. Ändern sich die Gebäudetypen nicht? Ah, doch ein bisschen. Sagen wir, das Gebäude und das, glaube ich, identisch, oder? 3,
fast bei 2. Hm. Weiß es nicht. Ich sehe jetzt nicht so den Unterschied daraus. Bei der Industrie sieht man den. Das ist gar nicht so schlecht. Nur die Industrie, die baut halt immer wieder ab und baut wieder auf. Da wird momentan nicht so viel passieren. Aber das finde ich echt cool. Das mischt sich richtig schön hier untereinander. Da haben wir wirklich so in der Industrie, in der generischen, halt wirklich die Abwechslung. Das finde ich echt toll. Das finde ich wirklich toll. Ja, hier ist nach wie vor ein bisschen mehr los. Hier werden die Häfen noch ausgebaut auf der Seite. Ich glaube, das war eine gute Sache, sonst wären die weiterhin hier rüber gefahren. Das hätte wirklich nichts getan. Wir hätten das vielleicht eher mal machen sollen, dann hätten wir diese Zufahrt hier nicht unbedingt bauen müssen. Die hätten wir uns sparen können. Vielleicht ist gut das, was sie gemacht haben, aber ich glaube nicht das, was sie gebraucht hätten. Polizei ist eh allgemein sehr, sehr wenig, ne, was wir hier gebaut haben, finde ich. Polizei ist eh teilweise wenig. Ja. Ist okay. Haben wir da nochmal ein paar Fahrzeuge hier gerade in den dicht besiedelten Gebieten, ist das gar nicht so unwichtig. Sind wir momentan auch erst Stufe 3. Wie gesagt, das wird sich eben ändern durch das Monument. Das, dann wird man nur noch rein für die Optik irgendwelche Parks bauen, aber das schießt dann alles nach oben. Ich denke mal, das ist momentan ein guter Zeitpunkt, wenn wir noch mehr Einwohner dazu bekommen, also wenn wir da irgendwann bei 250 oder 300.000 sind und dann das Monument bauen. Ich glaube, das wäre nicht gut. 150 ist auch schon eigentlich viel zu weit fortgeschritten. Aber Sachen sind halt alles sehr, sehr teuer. Ich würde gerne meine Einnahmen ein bisschen steigern noch. Würde gerne die Einnahmen versuchen, auf jeden Fall ein bisschen zu steigern und zu gucken, dass das dann halt vielleicht einigermaßen passt. Das wäre nicht schlecht. Wenn ich hier Parkhäuser, das. Aha. Können wir hier nämlich nochmal rumgehen. Kriegen wir hier nämlich auch was rein. Warte mal. Parkplätze ist eh nie was Falsches, wenn man das baut. Auf jeden Fall nicht mit den Einstellungen, die wir haben. Weil wir haben ja hier die Pocket Cars haben wir deaktiviert. So, dann haben wir den Bereich auch mal ein bisschen aufgehübscht noch. Dann wird es hier langsam. Wie gesagt, hier sind wir am Ende angekommen. Das passt eigentlich. Perfekt. So, die Zuglinie, die machen wir natürlich. Ich würde noch eine weitere Haltestelle gerne bauen, bevor wir dann hier eine Zuglinie durchlaufen lassen. Und dann kriegt man das langsam aber sicher auch alles angeschlossen. Und er wird natürlich immer voller und voller. Hier ist so viel los. Aber steht halt auch irgendwie ein bisschen im Zentrum. Das passt, finde ich, ganz gut eigentlich. Das ist ganz gut. Wir haben auch noch keine Buslinie hierhin. Na, die Monorail, die müssen wir noch weiter ausbauen. Die hat jetzt momentan ja eh nur die Verbindung hier vor. Da fehlt es halt überall noch. So, können wir jetzt noch mal einen finalen Blick. Kurz aufs Verkehrsbild. Da, wie gesagt, hat sich nichts geändert. Da haben wir auch nichts gemacht. Hier sind wir wieder bei 7800. Unter anderem wahrscheinlich durch das, dass wir es ein bisschen geändert haben. Wir haben auf jeden Fall durch die neuen Buslinien auch hier bei Bus haben wir kaum was verloren. Also, das passt. Wir haben jetzt hier durch die U-Bahn. Die ist natürlich die neueste U-Bahn. Die ist heftig. Die hier. Die kleine, die hat nur 2 Haltestellen, aber die ist echt böse. Guckt euch das mal an. Da würde ich dann natürlich gerne auch die 500er nehmen. Direkt. Ja, das ist halt so wirklich die Querverbindung. Das war klar, dass die natürlich beliebt sein wird. So, dann haben wir das soweit. Perfekt. Guti. Dann schauen wir mal, wie es nächste Folge weitergeht. Wir sind jetzt fast bei 160.000 Einwohner. Wir kriegen momentan ein bisschen was dazu. Weil wir das ja auch ausbauen. 319.000. Wenn wir nochmal ein, zwei Spiele gewinnen, würde ich vielleicht wirklich den Flughafen weiter ausbauen, um den Betrag hier allgemein noch zu steigern, weil ich finde 5.000 bis 10.000 ist viel zu wenig. Wir haben nur 30 aktive Flüge, da geht deutlich mehr. Das werden wir natürlich dann nochmal angehen. Ja.
Ich denke mal, das ist ganz gut. Dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht nächste Folge wieder ein bisschen in Angriff nehmen oder ob wir nochmal eine Folge zwischensetzen und das übernächste Folge dann machen. Aber wie gesagt, ich möchte es zeitnah machen, weil bis jetzt kostet uns der Flughafen einfach richtig viel Geld. Gerade auch durch den Hard Mode ist das ja alles nochmal um einiges teurer wöchentlich. Und ja, die Einnahmen sind halt dementsprechend gering. Aber das kriegen wir schon hin, liebe Leute, da bin ich mir sicher. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Vergesst bitte die Bewertung nicht, wäre sehr, sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht hier in Olomon. Macht's gut, bis denn und ciao.